Weiter geht's in Hogwarts. Ja, hier sehen wir es nochmal so schön, das magische Treppenhaus von Hogwarts, die große Haupthalle. Oh! Okay. Ja, wir haben das Treppenhaus verändert. Ich dachte jetzt, dass wir hier mit dem Schalter irgendwas verändern, hier drüben drin, wo der Fahrstuhl ist, und dann da weiterkommen. Aber okay, dann gehen wir halt hier hoch. Kleine, kurze Planänderung. Hallo Ron. Der guckt uns aber nicht so komisch an, wie die ganzen anderen Gestalten. Der denkt sich so, pff. Aber Dumbledore guckt uns schon wieder durch Spinnennetz so komisch an. Es ist einfach hier alles, wie schon öfter erwähnt, sehr stalkerisch. Also jetzt gibt diese Stelle hier auf jeden Fall Sinn. Und dann kriechen wir da mal durch. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass es jetzt hier weitergeht. Aber in diesem Spiel habe ich schon gemerkt, muss man wirklich für alles offen sein. Ah. Levelwechsel. Okay. Was kommt jetzt? Hund. Oder schläft er? Ah! Da sind wir wieder beim Thema Gemeinheit. Das gibt's doch gar nicht. So was. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Aber das war ja nicht viel. Also nochmal hier hoch. Und da dran. Okay, jetzt wollte ich ein bisschen abkürzen, aber das war wohl nicht so eine gute Idee. Egal. Und wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch ein zweites Zahnrad und auch noch einen Schlüssel, um in diesen Zeitturm weiterzukommen, von dem wir gerade gekommen sind. Und wir brauchen noch diese zwei anderen Schlüssel für diesen Bathroom. Und wir brauchen überhaupt noch einen anderen Schlüssel oder einen Schlangenstein für die Kammer des Schreckens. Also, hier steht wirklich noch einiges offen. Wir haben noch viel zu tun, glaube ich. Bin mal sehr gespannt. Sind wir offen für das, was kommt? Was anderes bleibt uns in diesem Level sowieso nicht übrig. Okay, dann schauen wir mal hier rein. Genau, da ist der Hund, den wir schon gesehen haben. Laufen wir jetzt diesmal... Ach, das sind ja zwei. Aber die schlafen beide, oder? Die sind beide nicht ausgelöst. Das spricht ja dafür, dass wir wieder irgendwas falsch gemacht haben. Oder die sollen wirklich schlafend sein. Ich weiß es nicht. Weil es gibt ja auch diese Stelle bei Harry Potter mit diesen schlafenden drei Hundeköpfen, wo man dann, ach, einen Stein der Weisen findet. Der erste Harry Potter Teil, der Stein der Weisen. Nehmen wir wieder die Schrotflinte. Ja, nehmen wir erstmal die. Die ist besser, glaube ich. Aber irgendwie... Ach, der andere hat sich aufgehängt. Das ist gut. So, dann können wir den nämlich ganz entspannt. Oder auch nicht. Aber geht doch. Okay. Hund besiegt. Und dann gehen wir mal die Treppe hoch und schauen mal. Wow. Das ist schon wieder gemein. Dankeschön. Hier passiert jetzt bestimmt dasselbe. Laufen wir normal drüber, weil Lara irgendwie rumbackt beim Sprung. Ach, hier ist jetzt Munition. Das hat jetzt wieder wehgetan. Egal. Wir haben ja Medipacks. Und wir haben ja jetzt viele durch die Neuladenaktion gespart. Weil wir das ja dann nochmal mit der Stange machen müssen. Aber ich hoffe, dass das noch ein bisschen hin ist, bis wir das nochmal machen müssen. Da brauchen wir nämlich auch noch einen Schlüssel. Also wir haben wirklich noch viel zu tun hier. Oh. Cool. Divination. Ich glaube, das ist dieser Klassenraum, wo die Zaubertränke hergestellt werden, oder? Zaubertrankkunde. Weil hier sind nämlich diese ganzen Behälter, wo man, glaube ich, den Zaubertrank drin mixt, oder? Ach, man kann das sogar einschießen. Wir schießen jetzt mal alle ein. Vielleicht geht da irgendwas auf. Die Secret zum Beispiel. Das wäre doch cool. Ah, habt ihr es gehört? Wir haben schon mal eine Luke geöffnet, aber wir machen jetzt mal alles kaputt. Aus reinster Zerstörungswut. Wenn die hier überhaupt kaputt gehen. Ja. Jo. Und der auch noch. Komm. Bestimmt der von Hermine, diesen Anti-Zerstörzauber angewandt hat, den sonst keiner kann.
Der wickt dich, der geht gar nicht kaputt. Doch, Tatsache. Da hat bestimmt die Hermine wieder irgendeinen Schutzzauber angewandt und deswegen hat er länger durchgehalten. Hier ist ein Feuer, hier sind auch wieder diese blauen Flusen. Fussel, Glühwürmchen, was auch immer. Seht ihr das? Voll Magic. Wie das ganze Level halt, ne? Ja, und da würde ich sagen, gehen wir... Ach, hier ist noch so eine Truhe. Und ich schätze jetzt mal, dass es eher da weitergeht. In dieser Richtung. Und dann klettern wir mal da hoch. Ah, wir kommen auf irgendein Dach drauf. Ich dachte, das wäre wieder die verschneite Gegend, aber das sah nur so aus. Oh nein. Aber den will ich jetzt da runter schießen. Komm her. Kann man nämlich wunderbar in der Regel. Ja, da ist er nämlich weg. Und stört uns nicht. Ach, guck mal an, hier ist ein Schlüssel. Ich glaube, ich weiß auch, wo der rein muss. Wieso ist die Musik jetzt so? Ja, wieder voll Magic, so Hogwarts-mäßig. Wände durch die, also Stein, das Sonneneinstrahlung durchlässt. Aber das Gute an diesem Spiel ist, und da hat der Levelbauer wirklich einen sehr schlauen Schachzug gemacht. Jetzt sieht es aus, als hätte Lara so einen Heiligenschein. Ein sehr schlauer Schachzug von dem Levelbauern ist nämlich, dass das hier Hogwarts ist und alles, was so ein bisschen buggy und unnatürlich wirkt, man sagen kann, hey, das ist nur voll Magic, weil das ist Hogwarts und so. Das ist gar nicht dumm. Muss man ja sagen. Da kann man alles, was irgendwie irreal wirkt und verbuggt und komisch, einfach darauf schieben, hier ist es Hogwarts und halt mysterious, ne? Also ich glaube, das war's tatsächlich. Dann können wir wieder hier raus und schauen nochmal kurz, wie der Schlüssel heißt, bevor wir wieder zum falschen Schlüsselloch laufen. Opportunistic Key. Joa. Hätte ich ein bisschen besser in Englisch aufgepasst, wüsste ich, was es heißt. Ich habe auch einen Verdacht, aber ich will es jetzt einfach nicht sagen, weil es eh wieder peinlich wird, deswegen lasse ich es gleich bleiben. Ist manchmal auch die schlauere Version, Variante, wie auch immer. Und dann gehen wir wieder zurück ins Treppenhaus. So, da sind wir wieder. Speichern einmal zwischen. Oder backen zwischen, wie auch immer. Rumbacken kann Lara besonders gut in diesem Level. Muss man ihr wirklich mal lassen. Ach, das ist ja ganz schön lang, der Kriegsschacht. So lange hatte ich das gar nicht in Erinnerung. So, kommt man jetzt hier überhaupt wieder runter? Lara? Okay, Lara will nicht. Macht sie nicht. Aber doch, sie macht was. Also sie... Seht ihr das? Also sie bewegt sich ja so ein bisschen, als wollte sie runter, aber sie schafft es irgendwie nicht. Oder ist das der falsche Weg? Ah, nee. Ja, das meine ich halt mit, das Spiel ist manchmal so ein bisschen buggy und das ist anstrengend. Finde ich. Okay, das haben wir ja schon mal gesehen und dachten uns, hey, was soll das eigentlich? Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Wir müssen dann da unten wieder rein. Und können da jetzt einfach hier so durchs Treppenhaus die Runde laufen. Darunter. Okay, und jetzt hoffen wir einfach mal, dass der Schlüssel dort reinpasst. Ich habe mir da gerade tatsächlich ein Skelett eingebildet. Oh mein Gott. Oder es ist halt auch so ein Magic-Skelett, was man nicht immer sieht. Also, nee, ist es nicht. Das könnte dann aber wirklich der Schlüssel bei der Stange sein. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Ich will nicht nochmal umsonst die Stange runter, da habe ich jetzt wirklich genug von. Oder haben wir hier ein Zahnrad übersehen? Das ist auch noch möglich. Also vor allem gibt es ja auch noch diese eine Stelle, wo wir... Oh,
Oder, Moment. Ist vielleicht jetzt diese Tür hier oben offen? Ach, ich dachte, da liegt ein Zahnrad, ist aber nicht so. Wunschdenken. Ja, diese eine Stelle mit dem Aufzug, die ist jetzt auch noch so ein bisschen, weil da könnte das zweite Zahnrad sein. Und dass man dann vielleicht erst das tun muss. Ich weiß es ja nicht, oder? Diese Tür ist jetzt hier offen. Das wäre noch eine andere Variante, aber ich wüsste nicht, warum die jetzt plötzlich offen sein sollte. Nö. Wäre auch irgendwie wundernswert gewesen. Oder verwunderlich. Ich weiß nicht, sollen wir das jetzt nochmal probieren mit dem Aufzug, oder? Ja, ich würde das vielleicht sogar echt nochmal probieren. Vielleicht haben wir das einfach nur... Wir haben es ja nur einmal gesehen. Vielleicht haben wir irgendwas nicht gecheckt oder so. Wir machen das jetzt nochmal. Also hier liegt auch kein Zahnrad rum. Ich habe jetzt nochmal genau geguckt. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht. Nee, dann machen wir das jetzt gerade nochmal schnell. Jetzt wissen wir ja eigentlich, wie es geht. Ja, weiß ich es noch? So, wenn man unten ist, dann springen. Geht das wieder los? Jetzt war ich so froh, dass wir es geschafft haben. Aber stopp. Das geht einfacher. Nee, geht's nicht. Nee, geht's nicht, weil wir haben die Treppen ja verändert. Entschuldigung. Verdammt. Also das ist echt schwierig hier mit diesen Dingern. Muss ich echt mal sagen. Ja, man muss so diesen Takt irgendwie ein bisschen abpassen, weil sonst sagt sie sich so, nö. Okay, das war zu weit. Lara, merkst du, du gehst schon wieder zu weit. Ja, man kann sich wirklich so ein bisschen an dem Takt orientieren. Wenn es einmal so tschick, tschick, tschick und dann springen. Ja, und nicht so wirklich, aber wir haben es geschafft. Okay, und ich hoffe, dass es nicht für die Katze ist. Das wäre natürlich ärgerlich. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hier kommt die nächste Stange. So, speichern. Mal von hier versuchen. Ja. Und hier rüber. Und zack. Jetzt haben wir es raus. Okay. Gut. Jetzt die Frage, ach, hier kann man dann wieder so diesen Rückwärtssprung machen, aber den speichern wir lieber vorher nochmal. Oder wir speichern hier drauf mal lieber kurz. Ist mir ja sicherer. Spielt sicher und ist immer sicher. Das ist klar, das sagt das Wort ja schon. So, und dann sind wir wieder hier. Okay. Und das will ich nämlich jetzt nochmal abchecken mit diesem Aufzug, weil das kam ja auch nicht so ganz... Ganz sauber vor die Geschichte. Geht das auch so? Nee. Hätte ja sein können. Und dann machen wir jetzt wieder den hier. Dann hängt er sich so schön dran. Vom Husten habe ich jetzt noch so ein bisschen Frog im Hals. Aber macht nichts. Und jetzt versuchen wir das einfach nochmal. Weil irgendwie muss das ja auch Sinn und Verstand haben. Vielleicht ist das auch ein Geheimnis oder so. Also ich speichere jetzt so noch mal. Und dann schauen wir mal. So, hier war doch jetzt irgendwas gefährlich. Na toll. Ja, das hat sich jetzt aber nicht gelohnt. Sei denn, hier unten ist wirklich noch was. Ach. Wir haben es gesehen, da ist ein Hebel. Da müssen wir wahrscheinlich dran springen. Rechtzeitig, ohne dass wir verbrennen. Die Musik ist cool, finde ich. Find's aber witzig, wenn die sich dann wiederholt, wenn man neu lädt.
Aber das ist irgendwie schwierig. Sieht mir einfacher aus, als es ist. Jetzt. Aber das war zu weit rechts. Ja, dann müssen wir uns jetzt ein bisschen rantasten. Ja, das ist irgendwie anstrengend. Genauso wie dieses ganze Level einfach. Das ist einfach von Natur aus anstrengend. Aber wir kommen auch immer zu weit rechts, finde ich. Also, aber wie will man es denn sonst machen? So aus dem Stand? Jetzt mal wieder zu weit rechts. Viel zu weit rechts. Ach. Tja, wie kommt man da am besten an den Hebel dran? Ach, ich habe eine Idee. Und zwar hängen wir uns jetzt hier. Dran und machen das Ganze so. Also nur halt mit abspringen. So. Yes. Okay. Ja, das macht schon mal Sinn. Ja, ich nehme jetzt absichtlich die Schrotflinte, weil ich nicht vergiftet werden möchte. Hilfe. Ist ja noch so. Ach, die sind tot. Okay. Heidewitzka. Eisige Skorpione. Eisskorpione, sehr interessant. Ein Zahnrad. Ach, ich freue mich. Sehr gut. Ja, da haben wir die Zahnräder beisammen und können das ganze Ding zum Laufen kriegen und diese große Tür öffnen. Leute, jetzt machen wir Fortschritte. Ich spüre es. Ich spüre es. Aber die Zahnräder machen wir dann in der nächsten Folge. Aber den Rückweg machen wir jetzt noch schnell. Weil das ist so... Ich weiß ja, das ist so Tomb Raider 1 mäßig, das ist mir nostalgisch mit den Zahnrädern und das finde ich schön. Das machen wir dann mal schön in der nächsten Folge. Das ist was, was man so genießen muss, weil das so Tomb Raider 1 ist. Ich finde es immer schön, wenn das in so Level eingebaut wird. So diese ganz klassischen Grundideen von Tomb Raider 1. Freue ich mich immer drüber. Egal, das bisschen Leben kann man verzeihen. Und verschmerzen. Und dann speichern wir jetzt vor diesen Zahnrädern ab und sehen uns dort in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.